Und herzlich willkommen zu Folge 72 mittlerweile. Ja, diesmal habe ich vor, hier noch ein bisschen das zu tuckern zu lassen, beziehungsweise ich nehme mir schon mal den rechten wieder ab. Denn der andere kann jetzt so weiterlaufen lassen. Den habe ich jetzt mal so 2 Stunden, 3 Stunden laufen lassen. Da seht ihr, der Wald ist wieder extrem hochgewachsen. Das heißt, über die nächsten Zeit werden wir den auch laufen lassen. Aber ich habe jetzt erstmal vor, und eine Biogasanlage mal ein bisschen laufen zu lassen. Sonst kommen wir da auch nicht mehr zu. Aber erstmal brauche ich wieder Kabel. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hinten gelassen habe. Das weiß ich nicht. Weil ich muss immer auch immer hier neu starten, wenn ich aus dem Spiel rausgehe. Weil ich habe gerade mal was in der Welt getestet. Wir müssen gleich auch noch was in der Anlage hier ändern. Aber da kommen wir gleich auch zu. Nee, die Kabel müssen irgendwo rumfliegen. Habe ich die hier drinne? Nee. Oh, warte mal, hier habe ich noch Kapseln. Die kann ich noch gut gebrauchen. Dann nehmen wir mal 15 Stück wieder raus. Zack. Die brauchen wir. Ich brauche gleich Wasser, Kabel. Ja, das brauche ich alles. Und da kommen wir später zu, weil wir in der Hülle dafür gehen müssen wieder. Damit das wieder aufgefüllt werden kann. So. Die hier rein. Was machen die denn? 20, ja. 20.000 K. Genau so ist es. So. Ich brauche einen Eimer Wasser. Wie gesagt. Da einen Eimer habe ich. Jetzt brauche ich noch diese Kabel. Hab ich den hingetan? Da sind sie. Ich habe zwei Eimer mitgenommen. Ich wollte auch nur einen. Ein Eimer. Und sonst brauche ich glaube nichts. Weil das Problem ist mit den Obsidian Pipes, dass sie das nicht mal richtig ansaugt. Und dann habe ich das probiert. Ah, es würde auch funktionieren mit einer Redstone Engine, aber dann nur im gewissen Radius. Deswegen habe ich gedacht, oh, machst einen zweiten Slot dafür frei und kippst dann Wassereimer neben. Das heißt, hier einfach hin. Ah, nee, ich muss den hier hinlegen. Den Wassereimer. Und hier müsste frei werden, so. Zack. Ah, nee, das geht ja auch nicht. Der muss ja von vorne dran kommen, so. Weil wenn die jetzt hier landen, können die da direkt reinlanden, aber das geht ja auch irgendwie passend nicht. Bin ich gerade am überlegen, wie mache ich das denn am schlausten? Doch, wir lassen den Eimer erstmal hier drin, vielleicht funktioniert es. Wir können es ja mal austesten. Ich weiß jetzt nicht, ob er den Erdblock da erkennt. Ne. Er erkennt ihn nicht. Aber da erkennt er den. Lass uns mal vielleicht so. Vielleicht klappt es dann auch. Das weiß ich nicht genau. Aber jetzt kommen gleich erstmal zwei Erdblöcke. Hier sind schon mal zwei Eichensetzlinge, die ich hier rausgenommen hatte. Und der Rest läuft hier nicht. Naja. Hoffentlich funktioniert es jetzt so einigermaßen. Die Maschine lassen wir noch ausgeschalten. Ich will, wie gesagt, jetzt unten die Biogasanlage mal anschalten. Da können wir auch als erstes hingehen und die mal ein bisschen tuckern lassen schon. Dafür brauche ich das, das, das und das. Und den Rest habe ich in der Hand. Die Biogasanlage ist da. Dann werden wir erst hier vorne das einfach anzapfen und hier einschalten. Und zack, 15 rein. Dann sollte das eigentlich schon laufen, oder? Ja, das läuft da. Und da läuft's auch. Da läuft die Biomasse. Sauber. Sauber ist das doch. So. Und damit würde ich sagen, kommen wir in die neue, sozusagen Ära schon wieder, mit der Biomasse zu arbeiten. Brauche ich die? Dann brauche ich zwei davon. Ich brauche das vielleicht später. Lassen wir erstmal laufen. Ne, es muss auch am besten sofort den Tank runter. Kommen wir denn noch irgendwie an Kakteen, dass wir dieses. Hab ich denn noch was von Waterproof, ne? Ja, da muss ich wieder nebenbei mal was machen. Ich könnte auch die Zentrifuge einschalten. Dass ich dann die Bienensachen daraus bekomme. Das Bienenwachs.
Jetzt könnte man sich auch so langsam mal überlegen, dass die Bienen jetzt auch fortlaufen. Lass sie jetzt nebenan. Aber erstmal hier Kaktus weg. Hier kann ich einschalten. Hier ist das kein Problem. Das geht mir nur da hinten rum, dass ich das wieder auf meiner Insel da ausschalte. So, hier weit von entfernt ist das kein Problem. Nur da hinten, sonst haben die viel zu viele Setzlinge ein. Das soll ja eigentlich nicht sein. So. Wie viel haben wir denn? Ja, nicht so viele, ne? Noch die achte weg, man, dann haben wir 32 Stück, dann ist das schon okay. 32 Stück, dann würde ich das sagen, dass wir doch vielleicht noch die Anlage hier mit einschalten. Zack, machen wir so in die Zentrifuge. Da ist er. Hier seht ihr jetzt, habe ich den Extruder abgebaut. Das liegt daran, dass die zweite Zelle da oben mit drauf gesetzt worden konnte, weil ich den Extruder gar nicht brauche jetzt erstmal. Obsidian brauche ich jetzt noch nicht mal separat herstellen. Das läuft ja erstmal vor sich läppert hin. Deswegen brauche ich den eigentlich noch nicht dahinsetzen. Das kann ja später wieder da unten hin, wenn ich irgendwie Cobblestone oder so herstelle dafür. Jetzt nehmen wir mal alles hier raus. Warte mal, ich brauche eigentlich nur den normalen. Weil den kann ich da hinten direkt mit abzapfen. Was haben wir denn? Oh, da haben wir gleich ein ganzes Stack voll. Ja, die wie gesagt einmal über jetzt 2-3 Stunden laufen lassen. Da ist natürlich einiges zusammengekommen. Auch von den Bienen her. Das freut mich auch. So. Jetzt hat er wohl gleich die Biomasse fertig, ne? Ah, der ist voll. Muss den ja auch noch laden. Dann mach du den fertig. In der Zeit versuche ich, dass andere fertig wird. Hier mit den Kakteen. Ah, hier ist wieder Gold fertig. Nice. Hier ist noch Glas drin. Hier ist noch Kokskohle. Warte mal, die können wir gleich hier direkt mit verbraten. Gold. Ein Goldklumpen kann ich hier noch irgendwo reinpfeffern. Da. Oh, habe ich keinen Platz mehr dafür. Ah, machen wir es hier. Direkt reingeschmissen. Glas hatte ich noch. Plastik hatte ich noch. Plastik hatte ich noch übrig. Und jetzt brauche ich wieder zwei von den Pumpen. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Dann brauchen wir 6 davon. Und davon. Und vielleicht mal irgendwie ein paar Hebel. Hebel wären auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist die bessere Alternative dafür. Dann machen wir uns gleich zwei so. Oh nee. Und nochmal ein Cobblestone. Da ist er doch. So. Zwei Hebel. Und zwei Redstone Engines. Zack, danke. Na, wo hab ich das denn gebrannt jetzt hier? Da brennt's. Jetzt brauchen wir zwei davon noch. Und den Rest müssen wir auf Pflastersteine setzen hier. Ein Stück noch, komm, mach nochmal. Ein. Zwei. Besser als gar kein. Vielleicht reicht's schon. Muss ja nicht reichen, aber vielleicht. Sehen wir jetzt gleich. Ah, der läuft nämlich auch jetzt. Was bist du denn? Ah, du bist jetzt... Genau. Das war jetzt mein Problem. Ah ne, das kann ich auch nicht machen. Ich muss jetzt ganz außen rumgehen am besten. Muss ich mal so wegmachen. Und du musst ihn komplett hier außen rumführen. Hier.
Und den kann ich dann erst dann hier machen. Zack. Zack. Und da muss ein Eisenpipe noch zwischen. An der Stelle. Jetzt sind so viele Engines am Laufen. Das ist nämlich das Problem, wenn man so viel Mist von den Engines hat. Sonst läuft eigentlich alles mal flüssig. Aber die Folge ist auch gleich zu Ende schon. So, danke. Jetzt holen wir uns noch schnell einen Eisenpipe. Flupp. Nein. Das war doch falsch. So wollte ich das haben. Jetzt habe ich doch eine Insatpipe wieder. Mist. Ich wollte so eine Eisenpipe haben. Dankeschön. Köche Temmer. Machen wir die schnell dran, dann sehen wir uns gleich unten wieder. Beziehungsweise am Bett. Ist immer für mich einfacher, mich wieder beim Bett hier aufzutauchen zu lassen. So, komm schnell. Zack. In die Richtung. Dann zack. Und zack. Der ist auch fast fertig. Den lassen wir noch in Ruhe laufen. Das läuft alles in Ruhe. Und dann können wir uns gleich da hinten wieder drum kümmern. Aber ich würde sagen, mit der Folge verabschiede ich mich wieder bei euch. Und bis zur nächsten Folge und tschüss.